So, Freunde, damit herzlich willkommen zurück zu Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 2 auf dem PC. Wir haben sie erreicht, die legendäre, epische, unglaublich tiefliegende Kammer des Schreckens. Denn wir brauchen den Basiliskenzahn, um den vierten Horcrux, den Pokal von Hufflepuff, zu zerstören. Oder auch für die weiteren Horcruxe, denn das Schwert Gryffindors wurde uns ja von einem kleinen Kobold im Tausch entnommen. Und wow, das letzte Mal war man hier in der Kammer des Schreckens. Der Basilisk müsste schon seit 5 Jahren vor sich hin modern. Ich meine aber, im Film sah der noch relativ frisch aus. Oder ist das das Skelett? Nee, es ist tatsächlich nur noch das Skelett da. Okay, das macht Sinn. Ich hatte irgendwie im Film die Erinnerung, dass da noch der Körper lag. Hier hat Harry Ginny gerettet. Und den Basilisken vernichtet. Die Musik, wie episch hier nochmal. Die Dinger haben Feuer gespeit im Spiel. Das weiß ich noch. Aber das sieht natürlich deutlich realistischer aus, wie noch in der Kammer des Schreckens. Wobei, auch da sah die nicht so unrealistisch aus. Gerade auch hier, ich schätze mal, das war ja Salazar Slytherin, das Gesicht hier. Was eine epische Szene. Wie episch ist das? 5 Jahre oder 5 Teile später sind wir nochmal hier. Das ist schon ein Coup, auch von J.K. Rowling gewesen, dass man nochmal so einige der geilsten Orte der Harry Potter Geschichte im großen Finale besucht hat oder sie zumindest zu relevanten Orten fürs Finale gemacht hat. Wow. Einfach nur legendär. Wow. Super cool umgesetzt. Hermine, du machst das. Tu es, Hermine. Und wir müssen hier raus. Fliehe vor dem reißenden Strom. Okay. Einfach nur steuern und ausweichen. Dann bleibe ich immer mal ein bisschen mittig. Erinnert mich natürlich auch an den Stein der Weisen. Da musste man ja auch genauso vor dem Bergtroll abhauen. Oh! Da gab es aber immer noch so Löcher im Boden. Da bin ich ja, glaube ich, auch mal reingefallen im Let's Play. Super cool. Aber tatsächlich, in der Kammer des Schreckens sind 2 Horcruxe zerstört worden. Los, hinein! Alle sofort ins Haus! Ich glaub's nicht, dass McGonagall will, dass wir die Holzbrücke in die Luft jagen. Ich geb dir von der Brücke aus Deckung, Seamus. Viel Glück. Sei vorsichtig, Seamus. Ich werd's versuchen. Und wir sehen mal wieder einen Teil von Hogwarts, den wir aus dem Orden des Phönix und Halbblutprinzen kennen. Der Glockenturm Innenhof. Hier auch wieder schön mit diesem Kirschblütenbaum. Und wir sind Seamus. Einer der eher unterrepräsentierten Charaktere in den Filmen. Aha, man, ja, es lohnt sich immer wieder mal in die Ecken zu schauen. Ich hätte jetzt gedacht, wir würden Neville spielen oder Ginny, aber vielleicht kommt das ja noch. Man merkt, es geht ganz schön schnell voran in der Story. Wir sind jetzt wirklich, würde ich sagen, vom Film her, boah, ist es die Mitte? Ist es vielleicht auch schon, ja, es ist so langsam die Mitte des Films, würde ich sagen. Es geht los, der Schutzwall wurde durchbrochen. Ich will mich... Neville hält auf der Brücke Wache. Und das tut mir im Herzen weh. Das ist meine Lieblingsbrücke in Hogwarts. Zumindest von dem Hogwarts, was man
Du solltest besser loslegen. Was man kennt aus den Filmen, das tut mir im Herzen weh. Ich will mal kurz gucken. 5 Sammelobjekte gibt es hier. Ich gucke mich nochmal links und rechts um. Oh. Da sehen wir sie nochmal. Oh, Confringo. Nein. Einer der coolsten Zauber im Vorgänger. Bisher durften wir ihn in diesem Spiel noch nicht wirken. Wir müssen echt einfach sehen, dass wir von Deckung zu Deckung kommen. Oh, man ist One-Shot. Und ich wiederhole nochmal, was ich in der letzten Folge schon gesagt habe. Wir sind noch nicht mit Harry gestorben. Meine Wette gilt noch, dass ich dieses Spiel ohne Tod mit dem Protagonisten zumindest überstehe. Ich weiß, es ist jetzt ein bisschen gemogelt, aber come on. Sonst wäre es ja schon vorbei. Aber mit Harry werde ich nicht sterben, oder? Man muss ja einmal sterben, oder? Das zählt dann nicht. Ah, ich bin ein Esel. Okay, ich muss auf Neville hören. Ich gehe das hier zu leichtfertig an. Haben wir eigentlich das eine Ding gespeichert, was ich gesammelt habe? Ja. Also hier kann man bedenkenlos weiter. Oh, wie schön. Ich hab ihn. Oh, was hier abgeht. Lauf, Seamus! Und hier kann man natürlich auch fies was verstecken. Lauf! Hoffen wir es mal Zum nicht. Glück, du hast es geschafft. Okay, war's das? Ich kann nämlich nicht so in Deckung. Gut gemacht, Kumpel! Du schaffst das, Seamus. Da ist die Eulerei! Sie hat's in dieses Spiel geschafft! Oh, wir werden da wahrscheinlich nicht hingehen, aber... Ja, wir haben Confringo gelernt! Ein Doppelschlag! Ich glaube, hier stehen wir auch weniger unter Beschuss. Ja, hier kann man ganz normal rumlaufen. Sie versuchen, dich aufzuhalten. Ah. Dafür muss man aber kämpfen. Okay. Zweimal. Boah. Ja, der macht immer noch Flächenschaden. Es ist und bleibt der coolste Zauberspruch, den man neu gelernt hat in diesen Spielen. Wumms. Und der hat Power. Boah, die Musik. Ja, ich erinnere mich. Das ist so episch. Das ist nicht mehr ganz so die Ruhe vor dem Sturm. Der Sturm bricht jetzt schon langsam aus, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Das ist ja auch ein gewisses Element in diesem Film, Buch. Diese Ruhe vor dem Sturm. So ein bisschen. Gerade für die Atmosphäre, finde ich. Boah. Ich glaube, ich mache jetzt nur noch Confringo. Bums. Gib auf! Komm mal ein bisschen snipen. Weg mit dir! So, und erstmal hier schön umschauen. Ob es hier nicht das ein oder andere Collectible gibt. Für meinen Geschmack haben wir schon lange keins mehr gefunden. Zu lange. Wumms. Das ist ja sehr geiler Zauber. Confringo! Ups. Wow. Wovon werden wir denn gesniped? Man sieht hier nochmal den Glockenturm, beziehungsweise das Schutzschild wird immer bröckliger. Ach, das war's wohl. Okay, ich muss schnell machen. Wo soll man hier 5 Collectibles finden? Der Schild! Er ist fort! Die Schule ist schutzlos. Mist. Oh, Ruhe ins Spiel bringen. Oh. Mit dem letzten Verteidigungszauber, den ich hatte. Gute Nacht.
Oh, die Kombi ist natürlich auch cool. Rucio! Zack! Rucio? Ich glaube, es geht los. Na gut, was erwartet man auch von ein paar Todessern? Aber als ob das so viele waren. Also, ja, stimmt, es waren so viele. Aber ich verbinde die Todesser immer so noch mit dem Feuerkelch, wo da halt irgendwie dann an dem Friedhof nur so zwei Leute standen, gefühlt. Also, nicht zwei, aber vielleicht so ein Kreis von 10. Voldemort und dann halt auch... Was ist eigentlich aus seinem hier Dings geworden, seinem Diener, der im dritten Teil so wichtig war? Wie hieß denn der nochmal? Peter Pettigrew? Was ist eigentlich aus dem geworden? Ich meine, er war ja nochmal im... Nee, eigentlich? Puh, irgendwie hat man den nie wieder gesehen in den Film. Nach dem Feuerkelch, oder? Im Finale? Ich meine, dann war halt Bellatrix so seine rechte Hand. Okay, danke nochmal für den Tipp. Also Confringo ist gewünscht. Ja. Ah. Aber ich sehe hier echt null Collectibles, so. Okay. Kannst keine, während du angegriffen wirst. What? Protego! Da unten ist noch einer! Ach, da! Noch einer, hier sind noch welche irgendwo. Da ist ein Collectible. Das sehe ich. Boah, ich hätte gedacht, ich kann mir mal den Weg frei sprengen. Aber doch nicht so. So, da sehe ich auf jeden Fall ein Collectible. Kann man da irgendwie... Ich glaube, da kommt man nicht dran. Noch eine platziert! Brillant, Kumpel! 3 von 6 erst. Mist. Oh, renn. Aber cool, dass man so viele andere auch spielen darf in dem Spiel. Hermine, klar. Minerva McGonagall, bisher mein Highlight auf jeden Fall. Seamus, der war in den letzten Spielen gar nicht mit drin. Den haben die gar nicht mit reingenommen, fällt mir auch gerade auf. Aber gut, Seamus war halt auch in den Filmen wirklich eher so ein Sidekick von Neville. Und Neville wurde ja auch größtenteils gar nicht so oft gezeigt. Aber cool. Umso cooler, dass man ihn hier dabei hat. Aber jetzt ist auch mal gut. Ja, was mache ich hier? Erstmal Ruhe ins Spiel bringen. Nein. So. Die Barriere ist durchbrochen. Jetzt wird's noch schlimmer. Gut. Ich bin okay. Collectible. Ich bin okay. Und du? Ja, gerade so. Das war knapp. Da habe ich ein bisschen mehr erhofft. Aber gut, manchmal ist es halt so. Da, komm, dann hauen wir uns hier doch mal durch. Okay, aber noch einige Collectibles. Wo soll man? Ah, man muss auf der anderen Seite... Ich sehe schon, man muss auf der anderen Seite auch noch Sachen anbringen. Naja. Ja, ist nicht immer ratsam, Confringo anzuwenden. Super.
Okay, ist einiges hier. Also der gute Seamus, der hat ja einiges geleistet. Muss man ihm einfach... Oh, was war mit dem los? Das hört doch nicht mehr auf. Na komm. Wir haben sie gezeigt. Schön Ausschau halten. Auf dem einen oder anderen Collectible. Das könnte hier irgendwo um die Ecke lauern. Ja, was sieht nicht danach aus? Wie cool sieht das Feuer aus? Wieso Lava? Ja, mir geht's gut, Neville. Es ist ein wenig still geworden, oder? Sie haben was vor. Ja. Da wären wir. Geschafft. Wir schaffen es! Ja, Kumpel. Gute Arbeit. Mach weiter. Also gut, dann. Sie sind hinter dir. Oh nein. Petrificus Totalus! Leicht verfehlt. Toll. Warum stehen die da? Okay, das hat auf jeden Fall durchgehauen. Oh, da ist auch noch einer. Ja, ja, man muss aufpassen. Aber ich sehe, weniger Collectibles, interessant. Na gut, komm. Wollen wir uns mal auch nicht zu sehr auf die versteifen. Dafür ist ja immer noch der 100%-Stream dann da. Oh nein, hinter mir ist irgendeiner. Ja, das nervt. Verflixt! Bist du okay? Mir geht's gut. Ich glaube, denen gefällt es nicht, dass ich dir helfe. ist eine Erklärung, ja. Ist eine Erklärung. Wir haben es fast geschafft. Es fehlt nicht mehr viel. Wir sind ganz nah dran. Du machst das klasse, Seamus. Okay, kommt. Und die Eulerei. Müssen wir auch gleich bei Hagrid's Hütte hier irgendwo rauskommen. Da könnte was sein. Guck mal hier. Hier könnte was sein. Ja, ja, hier hoch. Hier hoch irgendwie. Bums. Er ist weggeflogen. So. Ich weiß, wir sollten nicht hier hoch unbedingt. Na, wobei, ich geh's auch nicht weiter. Ich hab gedacht, hier ist irgendwo noch ein Collectible, aber okay. Entweder ist das extrem schwer oder sie kommen noch. Boah. Boah. Zu früh gefreut. Platziert, Neville! Gute Arbeit, Seamus. Ich wusste, dass du es schaffen würdest. Ach, alles gut. Kein Thema. Okay. Lauf zurück. Ich halte sie auf. Ich bin schon unterwegs. Du beherrschst jetzt Petrificus Totalus. Cool. Verflixt, ich glaube, sie wissen, dass wir die Brücke sprengen wollen. Ich komme nicht an ihnen vorbei. Okay, das ist auch so eine Art Sniper. Aber der killt auch wahrscheinlich. Ah ja, das hat er gewirkt. Ja, ja. Deswegen waren die teilweise schon so gelähmt. Das, ja, ja. Natürlich auch Flashbacks an den Halbblutprinzen. Dort hat man ihn das erste Mal mit Harry benutzt. War eigentlich der Beste. Ist und bleibt Confringo. Ah, aber jetzt muss man schon ein bisschen mehr auf die Distanz achten. Euch zeigen,
Lol, was ist das für einer? Ich habe einfach mal B gedrückt. Gar nicht so einfach. Man muss vor allem mal gucken, dass keiner runterrennt. Groß. Wieso Zielsuche irgendwie? Zack. Was ist der One-Shot? Sieht fast so aus. Jetzt müssen wir den Kopf trifft. Ich glaube, ich versuche jetzt mal mehr auf Kopftreffer mit dem Ding zu gehen. Ja, ja, doch. Stupor! Boah. Stupor. Oh, und er war drauf. Bums. Das ist echt so ein Sniper-Shot. Ja, ja. Boah, lol, was? Blindshot? Brillant, das hat gesessen. Hey Neville, könntest du mir ein bisschen helfen? Erstmal ein bisschen aufräumen. Komm. Die Musik. Mist. Da läuft der. So. Stupor. Stupor. Confringo ist und bleibt einfach die Macht. So. Sieht irgendwie ein bisschen aus wie Albert Einstein. Nein. Ich weiß ja nicht. Stupor! Stupor! Oh Gott. Kann nur Confringo helfen. Komm! Reicht doch jetzt! Jetzt hat der so viele Todesser hat. Ah!
dunkle Lord mit uns belohnen. Stupor! Danke, Kumpel! Oh, da ist ein Collectible! Da oben alles okay, Kumpel? Ich kann mich nicht bewegen. Ich hab sie! Was? Das ist gut! Denn hier unten sind noch mehr! Oh, ich muss erstmal den weghauen. Dabei. Was ist los? Wo bist du? Mist. Warum gehst du ohne Deckung da rein? Oh, er rennt aber auch rein wie ein Esel. Okay. Er hat wieder gut getankt. Hat wieder ein bisschen Health, sehe ich gerade. Oh. Also manche sind aber auch fies. Ah, wenn er nicht trifft. Ja, perfekt. Gut gezaubert, Neville. So. Wo bist du, Neville? Wir sind so nah dran, aber ich sitze wieder in der Falle. Ich krieg sie. Ah. Mist. Vergiss es, Junge. Echt alles hier mit drin, ja, Sniper und krass, krass, krass. Ja, da muss ich aufpassen. Der muss weg. Schwierig. Lass
haltet die kleinen Gauner auf! Achtung, Neville! Sie kommen auf die Brücke! Oh nein! Okay, hier war ein Collectible irgendwo. Nein! Holt Unterstützung! Oh, der Confringo geht endlich mal über die Deckung. Oh. Muss ihn da hinten erwischen. Aha. Vielleicht sehen wir noch ein paar Collectibles. So, nämlich. Verdammt. Spawn mit der Nase. Nicht gut. Okay, da kann ich nicht viel machen. Na los, haltet die kleinen Gauner auf! Okay, Freunde, dann würde ich sagen, machen wir doch in der nächsten Folge weiter und schauen mal, wie es hier mit der Sprengung der Brücke weitergeht. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Liken, kommentieren nicht vergessen natürlich, wenn es euch gefallen hat und wenn ihr es nicht schon getan habt. Abonnieren und die Glocke aktivieren, damit ihr auch in Zukunft nichts mehr verpasst. Bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.